Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Heute ist wieder Montag, das heißt, heute geht's wieder zur Kita und ich bin noch komplett ungeschminkt, weil wir sind jetzt so holter die Polter irgendwie aufgestanden. Wir müssen jetzt eigentlich zügig los. Die Nacht war katastrophal und ja, so viel dazu. Mila ist aber schon fertig. Ich muss jetzt nur noch Jacke anziehen, eine Mütze und dann geht's los. Da ist der kleine Terrorkrümel, der die Nacht zum Tag gemacht hat. Ja. Und Mila trägt eins von den neuen Lidl-Shirts, das mit der Wolke vorne drauf. Und das Halstuch ist, ich glaube, von Ernstens Family haben wir zugeschickt bekommen letztens. Und die Hose ist auch von Ernstens Family. Ja, und jetzt müssen wir die Jacke anziehen. Und dann geht's los. Hase? Sitzt du da gut? Mütze hat sie jetzt auch noch aufbekommen. Das war auch jetzt eine von diesen Lidl-Mützen und die passt jetzt natürlich perfekt zu dem Wölkchen-Shirt. Ja, Jacke an und dann geht's aber wirklich los, ne? Wir müssen viertel vor da sein, ja, Schätzi? Hm? Wir sind nämlich irgendwie kurz nach 8 hoch, also sie ist... jetzt ist es kurz vor halb. Ja, wie gesagt, viertel vor müssen wir da sein. Und deswegen ja, müssen wir jetzt wirklich los und ich melde mich danach. Wir haben es mittlerweile viertel vor 10. Ich habe Mila zur Kita gebracht, war danach noch kurz bei Rossmann und habe ein paar Teile geholt. Und Julian ist jetzt auch wach, der hat ja die Woche Spätschicht. Und dann frühstücken wir jetzt zusammen. Und wir mussten gerade hier schon wieder alles hochziehen, weil die direkt auf unserem Balkon jetzt gerade am Werkeln sind. Und wir freuen uns immer mehr, wenn das beendet ist, weil das ist echt nervig, dass man hier echt so alles zuziehen muss und kein Tageslicht mehr sieht. Nee, das ist echt nicht schön. Na, das ist schon nervig, Schatz, ne? Ja. Und es ist für Mila noch ein Geburtstagsgeschenk angekommen. Das kann ich euch nach dem Frühstück gleich mal zeigen. Das ist nämlich dieses große Paket. Ich habe auch aus meinem Toilettenpapier geholt, nochmal anderes Geschenkpapier. Das fand ich doch noch ein bisschen schöner. Und so Kleinkram. Ein Deo für Julian, Wattepads und auch ein wenig Nagellack. Einmal, das kommt von der Farbe gerade überhaupt nicht rüber. Also so ein Ton, also eher so herbstliche Farben, so dunkelrot. Und hier sind diese Express Dry Drops, damit der Nagellack so richtig schnell trocknet. Ja, so gleich unten auch nochmal was für die Lippen, aber das kommt gerade irgendwie überhaupt nicht farblich rüber. Ja, wie gesagt, diese zwei Nagellacke habe ich mitgenommen. Ja, achso, und ein Concealer brauchte ich neu. Und das ist das Geschenkpapier, was ich ausgewählt habe. Einmal rosa mit weißen Herzen und einmal mit diesen Pünktchen. Ich fand das total niedlich. Und dazu habe ich halt noch so goldenes Geschenkpapier, Geschenkband geholt. Ja, das fand ich irgendwie noch niedlicher. Mal gucken. Und Weihnachten kommt ja auch noch, also von daher... Geschenkpapier wird ja nicht schlecht. Ja, tatsächlich, Schatz. Weihnachten kommt am 24. Dezember. Du glaubst oder nicht. Wir haben mittlerweile gefrühstückt und haben das Essen für Julian für die Arbeit gemacht. Und jetzt bin ich bei Mila im Zimmer, weil ich nochmal hier eben ein Bild aufhängen will. Eins habe ich schon aufgehangen und das will ich jetzt auch nochmal eben aufhängen, weil das liegt hier jetzt schon ein paar Tage und ich habe das immer vor mich hergeschoben. Und wenn sie jetzt in der Kita ist, dann bietet sich das ja an, weil mit ihr nachmittags schaffe ich das ganz sicher nicht. Und diese Bilder oder diese Poster habe ich im Rahmen einer Kooperation zugeschickt bekommen, allerdings für Instagram. Aber ich habe gedacht, ich kann sie euch ja hier trotzdem zeigen, weil ich die echt niedlich finde. Und ja, also man würde sie ja so oder so irgendwann sehen. Und deswegen, ja, will ich das eine Bild mal eben aufhängen. Dieses Bild hängt hier jetzt schon ein paar Tage. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwann mal schon jetzt im Vlog gesehen habt. Ich fand das so cool. The Snuggle is real. Fand ich so cool. Und diese Holzbilderrahmen habe ich euch ja schon mal gezeigt. Die habe ich bei diesem dänischen Shop bei uns im Weserpark gekauft. Also in dem Einkaufszentrum bei uns in Bremen. Und das zweite Poster in dem Rahmen ist dieses hier. Still Not Tired. Und ich fand, das war so passend für Mila. Weil das ja so eine wilde Maus ist. Und mit diesem Vögelchen, was hier so auf dem Kopf steht. Ich fand das so süß. Und fand das halt farblich gut zueinander passend. Und ja, wie gesagt, das soll jetzt da noch neben. Das ist ein großes, also das ist DIN A3 und das ist DIN A4.
Und ja, wie gesagt, das kommt dann daneben. Hier soll dann noch unter den Stickrahmen, dieser andere Stickrahmen, den ich noch hier liegen habe. Und das andere Hasenbild, was vorher hier gehangen hat, soll dann wahrscheinlich hier irgendwo hin. Und hier will ich irgendwie auch noch demnächst mal ein paar Kleiderhaken holen. Also muss ich mal gucken, wie ich das alles mache. Aber erstmal muss jetzt das Bild daran, muss ich gleich mal ausmessen, weil der Haken, der davor hing, der hat sicherlich nicht die richtige Position. Muss ich jetzt einfach mal schauen. Das andere Bild hängt und ich finde das in dieser Position eigentlich echt ganz schön. Also, dass das oben sozusagen abschließt. Wobei ich glaube, das hängt ein paar Millimeter tiefer als das. Mit dem Ausmessen liegt mir aber nicht ganz so. Vor allem, weil man diese Aufhänger dahinter nicht nutzen konnte. Die hängen so doof, du kriegst das Bild da einfach nicht drauf. Und deswegen hängt das jetzt quasi einfach nur mit dem Rahmen auf dem Nagel. Aber okay, jetzt muss ich oben nochmal eben diese Bleistiftreste wegradieren. Und ja, dann haben wir das. Ja, finde ich echt total niedlich. Ja, finde ich echt schön. Und ich finde, das passt ja auch in Jungs- und Mädchenzimmer, obwohl das jetzt so Blautöne hat. So, und dann werde ich, glaube ich, jetzt auch direkt nochmal einen zweiten Nagel hier in die Wand hauen. Eben für hier dieses Stickbild. Ich denke, dass ich das dahin hänge. Wobei, vielleicht passt das farblich dann nicht. Vielleicht kommt das eher woanders hin. Muss ich gleich nochmal gucken. Ich bin fertig hier in der Ecke. Ich habe jetzt noch dieses Holzhaus, was sonst da oben stand, angebracht und diesen Schriftzug Love, weil der stand auch da oben, aber so ein bisschen wackelig, weil das hier nur so ein, ja, so ein Drahtschrift ist. Von daher habe ich das jetzt noch angebracht. Mal gucken, ob ich irgendwas Niedliches finde, was hier in das Häuschen kann. Und ansonsten ist das jetzt so die neue Ecke. Ich muss hier erstmal aufräumen. Es war alles gar nicht so einfach, weil unser blöder Hammer hier voll am Rosten ist, der mir da hier fast die Wand verhunzt hat. Aber gut, es hängt. Der Stickrahmen steht jetzt erstmal da oben, bis ich weiß, wie ich das hier machen will. Und das große Bild mit dem Hasen weiß ich jetzt auch noch nicht genau. Muss ich mal gucken, auf die Schnelle will ich das jetzt nicht entscheiden. Aber die Ecke gefällt mir so schon mal ganz gut. Wo ist Mila? Wo ist die Mila? Bist du da? Hallo. Nicht anfassen. Wo ist denn Mila? Ups, da wo die Lampe sich von allein bewegt. Hallo Mila. Hallo. Hallo, 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 hallo. Hi. Vorsicht. Aua. Hi. Na, wie war's, Nikita? Doink. Was hast du gute Laune? Wir müssen dir gleich mal andere Socken anziehen. Heute hatte Mila nicht ganz so gute Laune in der Kita, sagte ihre Erzieherin. Also war einfach nicht ganz so gut drauf. Hat aber eine Stunde in der Kita geschlafen. Mittagessen wollte es auch nicht so viel. Vielleicht mochte es auch nicht so gern. Es war irgendwie Gemüselasagne. Und beim Abholen war sie aber richtig gut drauf. Hat die ganze Zeit so gegluckst. Also Julia und ich haben sie beide abgeholt. Und morgen wird Julian sie wahrscheinlich das erste Mal auch zur Kita bringen. Ja, das ist so Stand der Dinge, was die Kita-Eingewöhnung angeht. Aber ich muss sagen, es läuft nach wie vor eigentlich ganz gut. Soll Mama dich wieder fahren? Soll ich dich schieben? Zurück? Schieben wir zurück. Wir drehen jetzt gerade unsere Runde mit Bruno, der nicht so richtig gut laufen will. Deswegen mache ich ihn hier auch gleich los, wenn nicht so viel los ist. Und Mila? Hallo? Du sitzt da schön mit deiner coolen Jeansjacke, ja? Ja, Mila sitzt hier, war jetzt gerade so ein bisschen quengelig. Ich weiß nicht, ob sie noch ein bisschen müde ist. Dann kann sie gleich noch ein bisschen schlafen. Genau, aber ansonsten laufen wir jetzt erstmal hier durch den Park. Und ja, wie gesagt, es ist hier eigentlich jetzt gerade zur Mittagszeit nichts los und deswegen Bruni hier. Gucken, wenn da nicht so viele andere Hunde sind. Also Bruno versteht sich mit allen Hunden, nur dann kommt er irgendwann nicht mehr zurück. Und tschüss.
Also doch, er kommt zurück, aber er ist dann halt durchs Spielen so abgelenkt. Also eigentlich hört er ganz gut. Aber wer französische Bulldoggen kennt, der weiß auch, dass das sture Hunde sein können. Und Bruno ist auf jeden Fall ein richtiger Sturkopf. Also kann er zumindest sein. Muss nicht, kann. Und dann nachher wollen wir noch auf jeden Fall ein bisschen einkaufen gehen. Also müssen wir für heute Abend auf jeden Fall Brot und ein bisschen Auflage. Aber erstmal frische Luft schnappen. Bruno, und du übernimmst hier die Gartenpflege. Du musst nicht umgraben. Komm her. Bruni. Bruno. Komm her. Na, Mila, und du sitzt da ganz lässig. Hi. Und Mila erzählt mir gerade von ihrem Kindergartentag. Das genieße ich jetzt. Und dann melden wir uns später wieder. Bruni, kommst du mit? Na, Bruno braucht ein bisschen. Gut. Dann laufen wir schon mal. Und es ist hier echt richtig schön. Es wird langsam echt herbstlich. Schön. Das ist schön. Das ist wunderschön. Eigentlich waren wir jetzt schon auf dem Rückweg. Und da habe ich dann bemerkt, dass Milas Schnullerkette weg ist. Sie spielt da ja immer oft mit rum. Ich habe schon immer gedacht, ach, wenn sie aus dem Wagen fällt, das kriegt man mit, weil man sie ja vor einen her schiebt. Ja, Pustekuchen. Die Kette ist weg, samt Schnuller. Jetzt war sie eben gerade ein bisschen quakelig, konnte sich aber beruhigen lassen. Und da vorne sehe ich, glaube ich, die Schnullerkette. Ja, wir müssen nicht durch den ganzen Park. Da liegt sie. Bruni, Vorsicht, düdüt. Sag mal, bist du lebensmüde? Und Bruno rennt noch einmal komplett rüber. Oh, gefunden. Ein Glück. Weil die haben wir ja gerade neu. Das wäre einfach zu schade gewesen. Ach, wir haben sie wieder. Wir sind bei Kaufland und als erstes holen wir jetzt für Mila ein Brötchen, weil es jetzt Nachmittags-Snack-Time ist. Na, Muki? Brötchen? Mila isst ihr Milchbrötchen und ich glaube, ich habe jetzt mit meinen fettigen Wursthänden auf die Linse gepatscht, weil sie hat nämlich eine Scheibe Wurst bekommen. Bisschen besser. Ja, Mila hat jetzt gerade ihre erste Scheibe Wurst bekommen und ist hier im Snackhimmel. Und jetzt müssen wir noch ein paar Sachen kaufen und dann geht es schon wieder zur Kasse. So. Na, hast dein Brötchen fast aufgegessen? Ja. Wir gehen jetzt nach Hause. Mila hat fast ein ganzes Milchbrötchen während des Einkaufs gegessen. Und dann zeige ich euch zu Hause, was ich gekauft habe. Es sind aber wirklich nur ein paar Teile. Ja, genau. Jetzt fahren wir nach Hause, ne? Mila hilft mir schon mal ganz großzügig beim Ausräumen. Können wir euch auch direkt hier zeigen, was wir gekauft haben. Einmal eine Feldsalatmischung, weil ich will heute Abend so griechischen Salat essen. Dann habe ich ein paar Sachen vom Fleischer geholt, also da von der Fleischtheke Auflage. Dann haben wir hier einmal Hähnchen geholt. Das ist so ein wie so Maishähnchen, so ein bisschen ähnlich. Das kaufen wir jetzt nur noch bei Kaufland. Das ist von Fermas und das ist wirklich mit Abstand das beste Hähnchen, was man so, oder was wir bisher so im Supermarkt gekauft haben. Ja, genau. Dann haben wir hier Reiswaffeln, einmal mit Salz, nee, einmal ohne Salz. Und das sind Maiswaffeln mit Meersalz. Dann haben wir einmal Brokkoli, den Rest von Milas Milchbrötchen. Dann habe ich einmal Zuckerschoten geholt, weil ich wieder diese Thai-Curry-Pfanne machen will. Und diesmal mit Brokkoli und dann diesen Zuckerschoten. Und für den Salat habe ich noch einmal Feta gekauft. Den Schlüssel muss ich mal eben wegtun, sonst hat Mila den Autoschlüssel gleich. Brokkoli und dann noch ein Brot vom Bäcker. Und irgendwo müsste eigentlich noch Kokosmilch sein. Hier. Und einmal Kokosmilch. Was ist das denn, ey? Kokosmilch? Ja. Kokosmilch. Kokosmilch. Was soll ich damit? Ich bin ja nicht im Malibu. Ja, also ein kleiner Einkauf. Hier, Schatzi. Mila. Mila, hier. Greif mal rein. Da ist noch was drin. Ja, greif mal rein. Was ist da drin? Oh. Hast du's? Warte. Mama hilft dir. Guck mal. Warte. Ja, guck mal. Ui. Also mit Milchbrötchen kann man Mila immer glücklich machen. Die Mortadella da von der Fleischtheke hat sie auch so weggemimmelt. War ein erfolgreiches Einkaufen für dich, ne?
Kleiner Klettermax bist du. Und wo wir gerade bei Klettern sind, kann ich euch zeigen, was vorhin angekommen ist. Das wollte ich doch eigentlich noch machen. Es ist nämlich ein Geschenk für Mila zum Geburtstag und etwas, was wir von einer Zuschauerin zugeschickt bekommen haben. Also sie hatte mich angeschrieben und gefragt, ob sie das für uns machen darf. Und ich habe gesagt, sehr gerne, weil das so süß ist. Und ich hole das mal eben und zeige es euch. Und da steht jemand direkt vor der Balkontür. Gruselig. Oh, 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 vorsichtig. Mach langsam. Mach langsam, mein Schatz. Mila zappelt da vorne rum und ich zeige euch mal eben, was gekommen ist. Also zum einen ist diese schöne Stoffkrone hier angekommen, diese Geburtstagskrone. Die hat Christine genäht und man kann hier vorne mit Klettverschluss halt auch die Zahlen ändern. Also einmal für den zweiten und dritten Geburtstag haben wir es jetzt auch schon mal. Und ich finde die so süß und die kann man halt Größen verstellen durch den Klettverschluss. Ja, die wird sie an ihrem Geburtstag tragen. So süß. Ich verlinke euch natürlich den Shop in der Infobox. Und sie hatte mir sogar, Moment, sie hat hier sogar so einen Rabattcode. Also falls jemand noch eine Geburtstagskrone oder irgendwas anderes sucht, kriegt ihr hier 20%. Und dann ist noch dieser Spieltunnel angekommen. Der ist von Kids Concept, habe ich über Amazon gefunden. Und ja, ich habe gedacht, für die kleine wilde Maus ist sowas zum Toben, glaube ich, ganz gut. Und deswegen haben wir das gekauft, weil das können wir halt auch gut verstauen, weil so viel Platz haben wir hier ja nicht. Ja, und das muss ich mal dann irgendwie noch verpacken, ne? Ja, jetzt gucken wir noch ein bisschen Bäume, ne? Und ist ja klar, dass die Sonne genau dann rauskommt, wenn der Tag eigentlich schon... Ja, das war jetzt mein Ohrring, Fräulein. Hm? Ja, weg ist er. In deinem Flauscheteppich verschwunden wahrscheinlich. Das macht man nicht. Ja, jetzt ist da keiner mehr. Ist weg. Hm? Hm. Ja, hm. Es wird dir später alles vom Taschengeld abgezogen. Alles. Und wir beide verabschieden uns für heute auch von euch. Und wir sehen uns ja morgen wieder. Es sind, glaube ich, nur noch 7 Tage. Und dann sind die 30 Daily Vlogs rum. Wenn es überhaupt noch 7 sind. Ich weiß es nicht. Ich habe echt einen Überblick verloren. Also auf jeden Fall werdet ihr den September über noch jeden Tag einen Vlog kriegen. Müsste eigentlich so hinkommen. Ja, du bist schon langsam wieder müde, ne? Oh. Ja. Ja, der Ohrring ist raus. Genau. Und an den Haaren darfst du mir auch nicht ziehen. Mama hat schon so viele Babyhaare. Ja. Wie gesagt, wir beenden den Vlog für heute und sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Mila, kannst du Winke-Winke machen? Huh? Winke-Winke machen? Winke-Winke.